Wäre es nicht manchmal schön, wenn sich der Haushalt von alleine machen würde? Wenn man sich so schön auf der Couch zurücklehnen könnte, so wie wir jetzt. Und wenn man dann einfach ja, durchatmen könnte, kurz die Augen vielleicht schließen könnte und dann zack, in der Zwischenzeit wäre der Boden gestaubsaugt und die Fenster wären geputzt. Ah, ganz von alleine, so richtig magisch. Zack. Wäre das erledigt? Das wäre fantastisch, oder? Wenn das gehen würde, funktioniert. Ich sage Ihnen, es funktioniert wirklich. Wir haben die Lösung, wie das geht. Und dann gibt es keine Bauchschmerzen mehr und kein Rumgerenne mit dem Staubsauger. Und dann immer, oh, es muss schon wieder gestaubsaugt werden. Und dann Fenster putzen. Fenster putzen ist ja der blanke Horror. Fenster putzen, das geht in den Rücken, das geht in die Knie. Und dann ist das ja auch immer so ein Sicherheitsrisiko. Ja, beim Fensterputzen passieren so viele Unfälle. Das ist ja wirklich sowas, das schiebt man immer vor sich her, oder? Seien wir mal ehrlich. Fensterputzen ist sowas, das macht man überhaupt nicht gern. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie das ganz von alleine geht und wie Sie gemütlich auf dem Sofa sitzen bleiben können. Ja, wir Männer hatten es eigentlich schon immer leicht. Wir konnten eigentlich meistens sitzen bleiben. Und dann hat man gesagt, Hildegard, komm, putz mal wieder. Ralf! Ja, das war halt früher so. Heutzutage machen wir Männer natürlich auch Hausarbeit, aber wir können eben trotzdem auf dem Sofa sitzen bleiben. Das Einzige, was wir in dem Fall brauchen, ist eine Fernbedienung für unseren, und jetzt geht es um Staubsaugen, für unseren Staubsaugerroboter. Den schicke ich los mit einfach einer kleinen Taste. Und jetzt sehen Sie, fängt er an, geht in Fahrtrichtung, in Start und jetzt saugt er. Und dank seiner 11 Sensoren fährt er jetzt ganz zuverlässig durch die ganze Wohnung und saugt überall. Er erkennt Kanten, er erkennt Abhänge, er erkennt den Schmutz und das macht er jetzt ganz, ganz zuverlässig und hat natürlich auch einen integrierten Staubfilter, ganz, ganz klar, ein Staubbeutel und zwar nicht kein Beutel, sondern ein Permanent-Beutel-Auffangbehälter, sodass ich auch nie mehr irgendwelche Staubtüten nachkaufen kann. HEPA-Filter mit drin, alles. Und das jetzt programmiert oder, wenn ich will, und das mache ich jetzt gerade, ich kann ihn ganz einfach steuern mit der Fernbedienung. Und das ist die Freiheit, die man braucht. Und ich weiß ja, dass es gerade beim Staubsaugen, habe ich selber im privaten Umfeld mehrfach erlebt, richtige unterschiedliche Meinungen gibt. Wir Männer sagen ja oftmals, da gehöre ich auch dazu, so einmal in der Woche Staubsaugen reicht, während viele Frauen sagen, oh, so mindestens einmal am Tag müsste das sein. Ja, also ja, hier kann ich eben das wirklich zweimal am Tag sogar machen. Weil der macht das ganz selbstständig und mit Akkutechnologien natürlich. Das heißt, hier 90 Minuten lang saugen, wenn er vorher fertig ist durch seinen intelligenten Putzplan, dann fährt er vorher wieder auf die Ladestation zurück. Oder ich kann ihn dann natürlich auch selber hier mit einer einzigen Taste zurückschicken. Und das machen wir jetzt mal. Ich fahre mal noch mal nach vorne, kleinen Moment, ganz nach vorne, dass er nach vorne fährt. Und nachher werde ich ihn mal auf die Home-Station schicken. Und das geht so einfach. Und jetzt muss ich mich nicht mehr einstrengen. Wir sehen diese Bürsten, die ein bisschen nach außerhalb gehen. Und dank dieser Bürsten kommt er auch wirklich in die letzte Ecke. Und dank der Bauweise auch problemlos unter sämtliche Möbel. Jetzt gibt es keine Diskussion mehr, wer wann denn saugen soll oder wie oft in der Woche gesaugt werden soll. Weil das macht er von ganz allein. Da sehen wir auch, Hindernisse werden erkannt, werden umfahren. Und mein Staubsauger hier, der fährt schon wieder direkt auf die Ladestation. Das ist so toll. Das macht er übrigens auch, wenn er merkt, dass der, also selbstständig, wenn er merkt, dass der Akku leer ist. Es ist unglaublich einfach, hiermit zu arbeiten. Und jetzt sagt er mir, ich lade wieder auf. Auch über, hier sehen wir, grobflorigen Teppich oder natürlich Hartböden. Bei allem ist das überhaupt kein Problem. Und ich nehme unseren Staubsauger jetzt mal in die Hand, damit ich ihn den gleich mal zeigen kann, auch von der Unterseite, weil das ist auch sehr, sehr interessant. Hier wird richtig reine gemacht und sogar noch mehr, als unser herkömmlicher Staubsauger normalerweise kann. Ich habe ihn jetzt mal eingeschaltet und wir sehen hier, ja, jetzt sagt er, es steht nicht sicher, also das merkt er auch, aber Sie haben gesehen, hier wird es rein transportiert. Aber wir haben noch was Wichtiges, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Das hat kein anderer Staubsauger. Das ist eine UV-Lampe. Hier wird UV-Licht beim Durchfahren überall verteilt und dieses UV-Licht zerstört
ein Großteil der Bakterien. Ja, und das heißt, hier mache ich auch keimfrei sauber, also nicht nur Staub saugen, sondern auch keimfrei den Boden machen. Und das ist eben noch eine weitere Errungenschaft. Was ich auch zeigen kann, ist jetzt, wenn ich ihn schon mal hier habe, diesen HEPA-Filter, der hier eingebaut ist, beziehungsweise natürlich die Staubbox in dem Fall mit dem HEPA-Filter. Da sind auch Ersatzfilter dabei. Und wenn ich der jetzt mal voll ist, gehe ich einfach an den Mülleimer, schütte es aus und kann dann wieder von vorne anfangen. Also kann einfach weitermachen. Ich kann sogar Zeiten programmieren hier, dass er ganz allein macht. Und das ist ja wohl der Traum eines jeden Menschen. Er geht morgens zur Arbeit oder aus dem Haus. Die Hausarbeit, also Staubsaugen, ist nicht gemacht und man kommt nach Hause und es ist alles fix und fertig. Früher hat man gesagt, ich wünschte mir, die Heinzelmännchen kämen mal. Die gibt es bis heute nur im Fernsehen. Ja, aber das hier ist so ein kleines Heinzelmännchen. Ein kleiner roter Tausendsasser, der mir jetzt alle Böden sauber macht. Also ob das Teppichboden oder Hartboden ist, der hier eben mal durchsaugt. Ich glaube, das ist auch ein absolutes Muss für Katzenbesitzer, auch Hunde, die stark haaren. Weil wenn man solche Tiere zu Hause hat, die viele Haare verlieren, dann hat man immer überall Schmutz. Und dann verstehe ich es auch, wenn man täglich durchsaugen muss. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Kathi, so eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag saugen, wenn man sich das sparen kann, mit der Zeit kann man doch viel schönere Sachen machen, oder? Ja, oder Sie können sich auch Besseres mit Ihrer Zeit vorstellen. Sie lassen ab jetzt saugen, und zwar diesen tollen Staubsaugerroboter. Sie müssen sich ums Staubsaugen gar nicht mehr kümmern, nicht mehr mit dem schweren Staubsauger. Und dann muss man das Kabel rausziehen und irgendwo einstecken und dann damit durch die Wohnung. Und das geht ja auch auf den Rücken, ne? Und dann stößt man irgendwo an oder verheddert sich. Machen Sie es doch ganz gemütlich. Hier einfach staubsaugen lassen. Der fährt 90 Minuten durch Ihre Wohnung. Danach fährt er wieder zu seiner Ladestation. Oder Sie können ihn auch mal irgendwohin steuern. Hier sehen wir es gerade mit den Pfeiltasten. Wenn da irgendwo mal was runtergekrümelt ist oder so, steuern Sie da einfach noch mal speziell hin, um das einzusaugen. Der macht seine Arbeit automatisch und Sie kümmern sich nicht mehr um das Staubsaugen. Da wird gestaubsaugt. Und es sieht immer perfekt sauber aus. Der Boden ist immer perfekt gestaubsaugt und auch keim- und bakterienfrei, dank der tollen UV-Lampe, die da direkt für Sie verbaut ist. Das ist ja auch ganz wichtig, dass die Böden da auch wirklich bakterien- und keimfrei sind. 189,91 Euro, der TV-Sonderpreis für Sie hier bei unserem tollen Staubsaugerroboter. Und Sie sehen, wir kommen da von knapp 400 Euro. Ja, und das ist eben, hier kauft man sich kein Haushaltsgerät, sondern hier kauft man sich im Prinzip Zeit. Zeit, und Zeit ist, glaube ich, das Wichtigste, neben Gesundheit, das wichtigste Gut, welches wir noch haben. Und ich denke, sollte sich jeder gönnen, einfach mal den Staubsaugerroboter positionieren und dann hat man eine Hausarbeit weniger. Genau. Unsere NC 57 25 569. Überlegen Sie mal, vielleicht auch ein schönes Geschenk für jemanden in der Familie, der da mit der Hausarbeit gar nicht mehr hinterherkommt, der so viel Zeit auch für die Hausarbeit aufbringt. Schenken Sie dem doch mal Zeit. 189,91 Euro, versandkostenfrei an der Stelle. Unser Staubsaugerroboter mit der UV-Lampe, der hier diese Arbeit dann erledigt. Weil, wie Ralf gerade schon gesagt hat, das ist geschenkte Zeit, die Sie da haben, die Sie besser verbringen können. Hier wird für Sie gereinigt und das absolut gründlich. Staubsaugt, gleichzeitig dann auch der Boden von Keim und Bakterien gereinigt durch diese UV-Lampe, die da mit verbaut ist. Hier sehen wir auch nochmal diese kleinen Bürstchen. Der Schmutz wird perfekt in diesen Einsaugstutzen transportiert, auch aus den Ecken, aus den Kanten, dank dieser Sensortechnik auch sehr intelligent. Und auch, wir haben es eingangs angesprochen, das Fensterputzen ist so eine Aufgabe, die man nicht machen möchte. Nein. Die unbeliebt ist einfach, eine der unbeliebtesten Aufgaben überhaupt, das Fensterputzen. Und wie toll wäre das, wenn man das nicht machen müsste. Ja, und jetzt muss ich sagen, also ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der Fensterputzen überhaupt nicht mag. Aber mittlerweile weiß ich, dass das vielen so geht und man muss es dann halt mal machen. Aber was auch vielen so geht wie mir ist, wenn man hochsteigen muss, wird man unsicher. Mit 20 wäre ich von einem Barhocker auf den anderen in 2 Metern Entfernung gehopst, ohne darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt auf eine Leiter oder einen Stuhl steige, werde ich schon unsicher. Und
Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass die meisten Unfälle immer noch im Haushalt passieren und viele davon sogar mit schlimmen Verletzungen durch Stürze herrührend. Und wann stürzt man? Wenn man irgendwo steigt, zum Beispiel beim Fensterputzen. Und dann ist natürlich so ein Fensterputzroboter, den wir haben, genau das Richtige, weil er macht die Arbeit für uns. In allen Höhen, in allen Tiefen. Tiefen ist auch was bei der Balkon oder der Terrassentür. Ja, wenn ich in die Knie gehe, da knackt es mal richtig bei mir, möchte ich auch nicht mehr. Aber hiermit mache ich das. Und zwar, wenn wir ihn mal umdrehen, mit einer ganz intelligenten Technik, nämlich einer Ansaugtechnologie. Und das hier ist das Reinigungspad. Da sind insgesamt 6 Stück mit dabei im Lieferumfang. Das sind 3 gelbe, die sind hier ganz feinporig. Da könnte ich mit Reinigungsmittel noch arbeiten. Und etwas grobfloriger, die blauen ebenfalls 3. Die sind im Prinzip zum Polieren oder wenn es trockenen Schmutz und Staub, gerade an den Außenfenstern, abzuwaschen gilt. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, einfach bei unserem Studiofenster, wie einfach das geht. Indem wir da jetzt mal hingehen und Kathi, begleitest du mich? Ja, selbstverständlich. Aber eigentlich braucht man ja keine Hilfe, das kann man ganz alleine machen. Sie sehen, ich habe ihn hier jetzt vorbereitet und wir setzen ihn ganz einfach mal an auf unsere Fenster. Wo wir das hinmachen, ist ganz egal, weil der hat ein intelligentes Putzprogramm, der findet alles. So, jetzt kann ich ihn loslassen. Wir sehen, die Ansaugtechnik tut ihre Arbeit. Und jetzt mit der Fernbedienung starte ich das Putzprogramm oder ich steuere ihn direkt. Ich habe jetzt ein Auto-Putzprogramm ausgewählt und jetzt geht er von links nach rechts, von oben nach unten. Die Sensoren finden den Schmutz und das macht er jetzt das ganze Fenster sauber. Hier haben wir zugegebenermaßen ein relativ kleines Fenster. Das geht aber auch bei riesengroßen Fenstern. Das geht bei Wintergärten und das geht auch bei anderen ebenen Flächen. Und da wird es auch sehr, sehr häufig zum Einsatz kommen, zum Beispiel im Bad. Den kompletten Fliesenspiegel. Mhm. Wer den mal geputzt hat, und das haben viele schon mal gemacht, Fliese für Fliese, da bist du im ganzen Bad 3-4 Stunden am Schrubben. Nachher siehst du keinen großen Unterschied und bist ein bisschen frustriert. Setzen Sie den kleinen Helfer einfach an und lassen Sie ihn das machen. Oder große Spiegeltüren. Ja, ich hatte früher mal einen Wohnzimmerschrank mit einer riesengroßen Spiegeltür, den Spiegel sauber zu machen. Da bin ich fast wahnsinnig geworden. Immer Streifen drin. Hier, ich kann mich jetzt wieder hinsetzen aufs Sofa und kann Kaffee trinken oder irgendwas anderes machen. Und der macht alles von allein. Denn wenn er fertig geputzt hat, meldet er sich auch mit einem kleinen Piepton. Dann weiß ich, die Fläche ist fertig. Dann kann er weitermachen an einer anderen Fläche. Oder ich kann dann ihn in Feierabend schicken. Ich habe ja die ganze Zeit Feierabend gehabt. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist einmal auf die Fernbedienung drücken. Ich finde das so schön. Und Sie werden mir recht geben. Mit jedem Jahr merkt man das mehr, dass man unsicherer wird, wenn man in die Höhe steigt oder körperliche Anstrengungen machen muss. Jetzt Kathi, die ist erst ja, um die 20, sage ich jetzt mal, ja, die merkt das noch nicht so. Ich hätte das mit 20 auch nicht gedacht, aber jetzt bin ich halt mal schon ein bisschen über 20 und jetzt merke ich das. Und wenn ich auf eine Leiter steige, denke ich, boah, früher war das doch nicht so hoch. Wenn ich auf einen Stuhl stehe, wackele ich wie so ein Kuhschwanz und ich möchte mir das einfach nicht mehr antun. Und dann ist so ein Staubsaugerroboter, Fensterputzroboter, Staubsaugerroboter ist natürlich auch prima, den hatten wir aber vorhin, so ein Fensterputzroboter genau das Richtige, um Ihnen den Alltag zu erleichtern und Sie auch ein bisschen zu schützen vor Verletzungsgefahr. Das ist es nämlich, ne? Sie bekommen hier eine unglaubliche Zeitersparnis, die wird Ihnen hier abgenommen, die ganze Arbeit. Das Fensterputzen, das ist natürlich sonst sehr mühsam, nimmt viel Zeit in Anspruch. Diese Zeitersparnis, die Sie damit haben, die ist ja eigentlich gar nicht mit Geld aufzuwiegen, muss man ganz klar sagen. Dann aber auch selbstverständlich die Sicherheit, die Sie hier haben, weil Sie hier einfach ganz klar ja, auf dem Sofa bleiben können. Sie sind in Sicherheit, die Fenster, selbst die großen Fenster, das betonen wir nochmal, selbst große Fenster, riesige Fensterflächen, auch wenn Sie einen Wintergarten zum Beispiel haben, große Wintergartenfenster können hier geputzt werden, Dachschrägen zum Beispiel richtig. Auch. Also innen als auch außen und oftmals hat man ein Problem, dass man an die Außen Glas vom Wintergarten gar nicht rankommt, da ist ein Beet davor, da würde die Leiter gar nicht halten, da setze ich einfach diesen Fensterputzroboter an. Oder auch wenn man natürlich Außenfenster putzt. Da gibt es ja immer, jedes Jahr gibt es mehrere Unfälle. Man liest das immer mal wieder in der Zeitung. Mann oder Frau beim Fensterputzen aus dem Fenster gefallen, ja, weil man das Gleichgewicht verliert. Das kann hier auch nicht mehr passieren. Der Kleine hier, der macht das richtig sicher
und vor allem auch sauber. Und er ist auch selber gesichert. Wir sehen hier eine Sicherungsschnur, die man noch anbringen kann, wenn man im Außenbereich in höheren Sphären arbeitet. Oder natürlich auch diese Ansaugtechnik. Selbst bei Stromausfall würde der Akku noch 20 Minuten diese Ansaugtechnik aufrechterhalten und würde durch einen Piepton darauf hinweisen. Können wir uns einfach mal anschauen, indem wir jetzt mal das Kabel ziehen. Akku ist geladen, jawohl. Und jetzt sehen Sie, Piepton, und er meldet sich, sagt, oh, ich habe keinen Strom mehr. Ja? Also das ist auch noch eine Sicherheitsoption hier, die ganz, ganz wichtig ist. Jetzt machen wir das doch auch mal. Ich nehme ihn jetzt einfach mal hier ab. Du darfst ruhig wieder einstecken, weil jetzt gehen wir auch mal nach außen aus Fenster und ganz ohne Risiko, dass ich jetzt hier irgendwie aus dem Fenster fallen könnte, weil das Einzige, was ich machen muss, ist wieder ansetzen, einschalten, machen wir gleich hier. Einschalten und ihm den Befehl geben, putz mal weiter und jetzt macht er das. Sehen Sie es? Und da sehen Sie jetzt auch mal die Putztechnologie. Übrigens hat er auch ein richtiges Tempo. Ungefähr 2,5 Minuten braucht er für einen Quadratmeter. Ich glaube, das schafft man von der Hand gar nicht. Und jetzt schauen wir uns auch mal an, was die Presse zu unserem Fensterputzroboter sagt. Und er schreibt die Zeit, die Fenster sind nach dem Wischen sauberer als vorher und ich kann auch im Dunkeln putzen. Ja, haben Sie schon mal im Dunkeln versucht, Fenster zu putzen? Nee, das kann man nicht. Das ist wirklich, also im Dunkeln kann man keine Fenster putzen. Sehen wir, haben es auch gerade relativ dunkel bei uns. Das geht sonst nicht. Im Dunkeln kann man keine Fenster putzen. Man macht eine Riesenschmiererei. Man kann schon, man macht so am nächsten Tag nochmal. Ja, aber hier kann man wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit Fenster putzen. Ist ja auch super leise, das Gerät. Das ist ja das Schöne. Immer zwischendurch, wann immer man möchte. Und wie du gesagt hast, nicht nur Fenster, sondern auch Spiegelflächen, Fliesenspiegel, ja, alles ist möglich. Wintergärten, alles. Übrigens, dieser Fensterputzroboter ist auch hoch dekoriert worden mit einer Goldmedaille. Auf der Erfindermesse in Nürnberg findet die jedes Jahr statt als innovatives Produkt. 2016 war das Goldmedaille und das natürlich auch zu Recht. Holen Sie sich diese Haushaltshilfe, machen Sie das Leben ein bisschen leichter. Man hat es ja sowieso schon schwer genug. Und ein Staubsaugerroboter und auch ein Fensterputzroboter, das sind halt die Annehmlichkeiten, die ich mir heutzutage leisten kann. Und die mir dann wirklich viel Zeit ersparen, also mir Freizeit verschaffen, aber auch viel Arbeit abnehmen. Für 284,91 € TV-Sonderpreis jetzt. Und unser Staubsaugerroboter schon ganz stark nachgefragt. Den zeigen wir Ihnen jetzt nochmal mit dieser tollen UV-Lampe hier, der Ihren Boden dann wirklich perfekt staubsaugt, aber auch von Virenkeimen und Bakterien befreit. Die NC 57 25 569, nochmal die Bestellnummer für Sie. Der TV-Sonderpreis von 189,91 €, der ist jetzt 2 Stunden für Sie gültig. Auch hier versandkostenfrei innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen zu Hause. Da bitte gleich bestellen, dass Sie auch wirklich den TV-Sonderpreis bekommen. Der ist schon stark nachgefragt. Ja, das ist so eine Erleichterung. Und noch mehr als Ihr Staubsauger kann, durch diese eingebaute UV-Lampe bekämpft er auch einen Großteil der Bakterien, die hier keuchen und fleuchen, der ganzen Keime. Ob Teppich oder Hartboden, ganz egal. Er saugt zuverlässig, wann immer Sie das möchten, denn Sie geben ihm den Befehl und müssen sich dann um nichts mehr kümmern, denn selbst auf die Ladestation fährt er wieder ganz selbstständig. So, und dann natürlich die große Hilfe für Fenster und alle anderen ebenen Flächen, unser Fensterputzroboter. Wichtig ist bei mir, bei solchen Robotern auch immer, dass die flach gebaut sind, weil es gibt ja mal Phasen, wo du ihn nicht brauchst und dann soll er nicht den ganzen Schrank oder hier Abstellplatz voll machen. Den kannst du ganz einfach unterbringen in einem kleinen Regal ohne viel Platzbedarf. Und ich glaube, der Zweck in jedem Haushalt, der ist ganz deutlich geworden. Es verschafft uns mehr Zeit, mehr Sicherheit, mehr Komfort und allerzeit saubere Fenster. Für 284,91 € versandkostenfrei die NC 3909 und die 569. Vor allem auch ganz einfach in der Anwendung. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Einfache Anwendung, Sicherheit und Riesenzeitersparnis, das Ganze. Ja, und was machen Sie mit Ihrer neu gewonnenen Zeit dann? Sie können sich entspannt auf die Couch setzen, aufs Sofa. Sie machen sich jetzt nochmal so richtig bequem und lassen dann putzen. Da werden die Fenster geputzt hinten, da wird gestaubsaugt und Sie können sich so richtig entspannen. Sie müssen sich gar keine Gedanken mehr machen. Wo ist der Kaffee? Wie sieht's aus mit dem Haushalt? Ne? Ach, und da muss ich noch staubsaugen und Fenster putzen. Nein, während Sie auf dem Sofa sitzen, ganz entspannt und es sich gut gehen lassen, wird schon gestaubsaugt und die Fenster werden auch schon geputzt.
so ist das heutzutage, so geht das. Ja. Deshalb einmal bestellen, das ist wirklich eine Investition auch in die Zukunft, auch in die Gesundheit. Das muss man ja auch mal betrachten, weil Sie haben da nicht mehr so viel Anstrengung. Sie machen sich auch einfach gar nicht mehr den Stress, sondern da ist immer alles ordentlich und es wird immer alles gemacht. Deshalb jetzt bestellen zu den TV-Sonderpreisen und dann viel Freude damit.